Meine beiden Gäste heute sind auch Schwestern. Also zumindest in ihrer Rolle. Und wenn Sie selber kleinere Kinder haben oder Enkelkinder, bevorzugt Mädchen, dann müssen Sie jetzt eigentlich nur ein Wort sagen und dann sitzen die vor dem Fernseher, da bin ich ganz sicher. Die Eiskönigin ist da. Ja, eine der erfolgreichsten Disney-Produktionen ever. Ganze Kinderzimmer sind ausgestattet damit, Puppen, Bettwäsche, ach, was weiß ich, was alles. Ja, und jetzt gibt's in Stuttgart das Musical dazu. Und deshalb haben wir heute königlichen Besuch. Abla Alawi und Anne-Sophie spielen die Schwestern Anna und Elsa im Musical Die Eiskönigin in Stuttgart. Hier mit vielen, vielen anderen Kinderdarstellerinnen auch. Kurz vor der Premiere stehen sie jetzt, nächste Woche. Und wir blicken mit ihnen hinter die Kulissen. Hier aus Anne-Sophie und Abla, Elsa und Anna werden. Das können wir sie ja jetzt fragen. Sie sind nämlich da, beide. Abla und Anne-Sophie. Hallo. Schön. Das war jetzt aber schön synchron auch. Das sieht man schon gleich, wie gut einstudiert das alles ist bei euch. In 5 Tagen ist Premiere. Klappt schon alles? Anne-Sophie, geht schon alles oder hakt es noch an der einen oder anderen Stelle? Nee, also es geht schon alles. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Wir haben schon Previews und es ja, ist eine wunderschöne Erfahrung. Previews sind aber auch noch, bieten einem noch die Chance, dass man hier und da noch mal so ein bisschen polieren kann sozusagen. Aber ich würde sagen, es geht schon alles. Ich denke auch. Ja, also während der Previews ist unser Regisseur ja auch noch da und das komplette Kreativteam. Und die feilen dann noch bis zur Premiere an der Show, damit die dann glänzt. Und das Publikum? Also ich glaube, da hört man ja auch schon als Hauptdarstellerin besonders hin. Wie reagieren die an der und der Stelle? Kommt mein Gag gut an? Oder der Gesang? Brandet Applaus auf? Oder so Sachen. Ist es so, dass man da ein besonderes Ohr hat? Weil es steuert ja dann immer dann doch auf die Premiere hin. Absolut. Also für uns ist die Zusammenarbeit mit dem Publikum auch ein wenig Symbiose, weil wir natürlich von ihrer Energie zehren, wie sie von unserer Energie zehren. Und für mich persönlich ist es extrem wichtig, was das Publikum an Antworten mir bietet, weil meine Rolle ja, die Anna, sehr quirlig und sehr komödiantisch unterwegs ist. Und ich möchte natürlich auch den Ansprüchen irgendwie auch entsprechen. Und da schaue ich dann doch, muss ich die Szene doch ein bisschen anders anlegen? Kann ich da noch frecher sein? War das jetzt zu frech? Mhm. Und da sind eben die Previews, die wir jetzt gerade haben, genau richtig, um das auszuprobieren. Wir sollten, weil es ja immer wieder, ich meine, ich habe ja gesagt, in allen Kinderzimmern seid ihr zu Hause, ist die Eiskönigin zu Hause, muss man ja sagen, fairerweise. Und Olaf, natürlich Olaf. Olaf ist auch überall da. Und Sie haben ihn natürlich mitgebracht, Gott sei Dank. Also ohne Olaf geht ja gar nichts. Da ist er. Der ist ja wirklich auch schon echt süß. Aber trotzdem, vielleicht, Anne-Sophie, zwei Sätze zur Story. Um was geht's bei der Eiskönigin? Also es geht um ein Prinzessinnenpaar, die in Arendelle aufwachsen und leider schon sehr früh einen Verlust ihrer Eltern erleben. Und dann geht es natürlich um die Geschwisterbeziehung und dass Elsa eine Magie hat, bei der sie am Anfang nicht, also die kann sie nicht kontrollieren und sie erlebt halt leider sehr früh etwas Traumatisches, nämlich dass sie ihre Schwester damit verletzt und später flüchtet sie dann auch aus Arendelle, weil sie sich nicht mehr zu helfen weiß und dann friert sie ganz Arendelle ein und das weiß sie aber nicht. Sie flieht und befreit sich eigentlich mit dieser Flucht, entdeckt ihre Kraft neu, entdeckt auch das Schöne an dieser Magie. Und das ist eine große Entwicklung für sie persönlich. Und Anna macht sich dann auf den Weg und sucht ihre Schwester. Und an dieser Liebe hält Anna so fest. Und es ist dann auch später die Liebe, die siegt. Ja, eben. Es kommt ja auch noch ein Prinz und so, wie sie das gehört natürlich. Genau. Und ich meine, das Ganze ist ja auch eine große Illusion natürlich. Das ist ja auch das Schöne am Musical, dass man da auch auf so einer Bühne Illusion kreieren kann. Wir können mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Gerade wir haben auch ein paar Szenen.
wo es halt auch so darum geht, jetzt in der Maske einfach sich zu verwandeln. Ist es so, wenn man da so sitzt und dass man dann langsam eintaucht in die Rolle? Also ich finde, der Moment, wenn Kostüm, Maske und Perücke mit dem Make-up zusammenkommt, dann fühlt man sich unglaublich. Und dann wenn man ist man plötzlich blond. Genau. In meinem Fall ja. Genau. Und dann fühlt man sich so richtig in der Rolle. Also man hat ja davor wochenlang geprobt und sich das alles vorgestellt. Und jetzt kommt das endlich zusammen. Jetzt kommt es endlich zusammen. Und ich meine, ihr seid auch in dieser Rolle ja auch Vorbilder für Kinder, für viele Kinder. Ist euch das immer so klar? Ich meine, ihr werdet jetzt was erleben auch. Ich meine, Abla, Sie kennen es schon, Sie haben es in Hamburg schon erlebt. Auf Ann-Sophie kommt jetzt neu hinzu als Eiskönigin. Dass da ein richtiger Fankult entstehen wird? Ja, also ich glaube, Anna und Elsa, die sind halt so besonders für kleine Kinder. Und sogar bei mir als erwachsene Person, in mir löst das auch schon so viel aus, diese Geschwister und wie toll einfach diese beiden Charaktere sind. Und die dann auf der Bühne zu sehen und dieser Magie so nah zu sein, ich glaube, das ist einfach was ganz Besonderes. Und das haben wir aber auch schon mit den kleinen Anna und Elsa bei uns in der Show. Da spürt man das auch schon. Also die Kinderdarstellerin. Genau, ja, die Verbundenheit, die es auch schon da zwischen uns gibt. Und ja, da hat man schon eine Vorbildfunktion. Also dessen bin ich mir und Abla sich auch sehr bewusst. Und auch wenn man die Show spielt, sieht man ganz oft in den Reihen vorne kleine Anna und Elsa sitzen. Das kann ich mir vorstellen. Den einen oder anderen Olaf auch. Und den, ja, genau. Echt? Ja. Die dann verkleidet sehr kommen. Sehr süß, sehr süß. Oh ja, Gott. Groß und klein. Das ist ja cool. Überhaupt, also ich meine, es, wie ich gehört habe, super verkauft schon. Also fast alles ausverkauft jetzt schon dieses Jahr. Also die Erwartungen sind hoch. Ihr seid jetzt beide keine Neulinge in der Branche. Spürt ihr trotzdem so ein bisschen diesen Druck, dass da jetzt eine Erwartung da ist, dass das echt auch rocken muss? Also es gibt schon gewisse Rollen, die mit einer großen Erwartung einhergehen. Damit muss man sich anfreunden und damit muss man lernen, umzugehen. Wir können ja nur unser Bestes geben und dann darf jeder entscheiden, wie viel Platz wir in den Herzen einnehmen. Und man darf ganz viele Meinungen haben, okay. Solange wir Spaß dran haben und authentisch bleiben und ich glaube, auch immer der Geschichte treu bleiben, kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Mhm. Also es geht ja vor allem um Anna und Elsa und die Liebe und die Freude und die Magie, die wir da jeden Abend auf die Bühne bringen. Und dann, wird's ich sag klappen. Mal ganz selbstbewusst, ich glaube, wir können den Erwartungen gerecht werden. Okay, ja, schön. Ich glaube auch so, also sobald die Show losgeht, sind wir so fokussiert und es ist dann auch unsere Aufgabe, uns dieser Geschichte komplett hinzugeben als Darsteller. Und da können wir dann nicht mehr über so viel Druck und so nachdenken. Also ich finde auch so viel Kraft in unserem Spiel und in unserem Zusammenhalt. Und das gilt auch für jeden Darsteller, mit dem man auf der Bühne, ist. Und ich glaube auch als Darsteller muss man lernen, irgendwann diesen Druck so ein bisschen draußen stehen zu lassen. Weil und den nicht mit reinzunehmen permanent, genau, und dauernd zu spüren. Ja, genau, es blockiert einen ja dann mal irgendwann. Richtig, und es holt dann nicht das Beste aus einem raus. Und ich glaube, je mehr man es schafft, loszulassen, desto befreiender ist auch das für einen selber. Und wir tun ja das, was wir so unendlich lieben. Und ich glaube, wenn man sich der Liebe hingibt, dann das spürt dann auch ein Zuschauer. Große Worte, ja klar, der Liebe hingeben. Und im Gesang, also Gesang ist ganz wichtig. Wir können mal reinhören, wenn es dann so, ja, ein bisschen unsexy in so einem nüchternen Raum. Aber es muss ja geprobt und trainiert werden. Was hören wir da? Wir hören da ein Duett zwischen Christoph und Anna. Die beiden haben sich gerade erst kennengelernt. Das ist nicht der Prinz, oder? Das ist nicht der Prinz, genau. Das ist Christoph, der mit seinem Rentier, ach, der will im Rentier. Okay. Ein Team bildet, okay, und sich bereit erklärt, Anna zu helfen. Mhm. Aber er ist eher so von der pessimistischen Seite, was Anna natürlich auch ein bisschen aufkratzt. Okay. Aber über das Stück hinaus treffen sich die beiden dann trotzdem ins Herz. Cool. Und es gibt ein schönes Happy End zwischen den beiden. Aber da diskutieren sie noch ein bisschen.
Ja, das ist ja auch so. Also da wird ja auch viel also Handlung vorangetrieben über die Texte, über den Gesang. Ann-Sophie, Sie sind ja auch als Popsängerin unterwegs, waren schon beim ESC und so. Also wie ist der Unterschied, wenn man so als also Populärmusik singt und dann aber auch so ein Musical? Ist das ein Unterschied jetzt auch als Sängerin oder ist es halt einfach nur ein anderes Setting? Nee, das ist ein gewaltiger Unterschied, weil beim Musical, da spielt das Schauspiel in dem Gesang so eine große Rolle. Mhm. Und überhaupt, also auch gerade diese Show ist sehr anspruchsvoll gesanglich und da muss man sich schon viel konzentrieren auch. Also es ist halt, ich sag immer, das ist ein Hochleistungssport, den man da macht, vor allen Dingen jeden Tag. Also man macht es nicht einmal und dann mal wieder ein paar Tage Pause, sondern wir machen das 8-mal die Woche. Und, das ist krass, ja, ist viel, ja. Ja, es ist einfach, und ich glaube, das darf man auch als Zuschauer, wenn man guckt, jeder Tag ist anders. Ja. Und unsere Aufgabe ist es, jeden Tag wieder neu mit uns umzugehen und uns zu finden. Und, ja. Sie haben ja schon andere Rollen auch gesungen. Mussten Sie dann jetzt noch mal vorsingen, also so richtig das Casting machen? Oder haben die direkt gefragt? Nee, also... Hey, hätte sein können, sag mal, die passt, die kenne ich. Nee. Man muss auf jeden Fall alles vorsingen, vorspielen. Und dann hat man im besten Fall 3 Runden, also durch die man sich quasi durchsingen muss. Und im allerbesten Fall wird man dann angerufen und verliert die Fassung. Kann ich mir vorstellen. Wenn das Telefon klingelt, dann Sie haben die Rolle. Ja, man muss nämlich nicht nur das Kreativteam überzeugen. Ja. Die nehmen beim Finale dann auch noch Videos auf, dann werden die nach Amerika geschickt und Disney ist gezeigt auch noch da. Und die sagen dann auch noch mal, was sie denken. Also es ist schon eine ganz schöne Zitterpartie. Absolut. Jetzt wohnen Sie in Stuttgart, schon ein bisschen was gesehen von der Stadt. Was ist der Eindruck? Wir proben noch ziemlich viel. Ja. Das heißt, wir haben noch nicht sonderlich viel gesehen und erlebt. Ab und zu am Wochenende gehen wir eine Runde spazieren oder waren etwas frühstücken. Wir waren schon in der Innenstadt. Aber ich glaube, die großen Trips, die müssen noch warten bis nach der Premiere. Ja, wir haben ja nur einen Tag frei und dann ist es halt auch, den müssen wir auch nutzen, um uns auszuruhen. Sonst, weil die nächste Woche mit irgendwie 10-Stunden-Tagen. Ja, und Haushalt, so langweilige Geschichten. Ja. Müssen leider auch noch gemacht werden. Aber es ist schön. Es ist also sehr schön. Uns gefällt auch der Vibe. Sie wohnen mitten in der Stadt, ne? Mitten im Herzen Stuttgarts quasi. Mit schneller Verbindung hoch mit der Zacke dann rauf zum SI-Zentrum, oder? Ja, wir sind auch quasi Nachbarin. Genau, super gut. Also ganz zufällig, echt schön, ja. Okay, also eine Minute haben wir noch. Wie sehen jetzt die letzten Tage aus, jetzt bis zur Premiere? Also passiert jetzt noch was Besonderes oder wird jetzt einfach halt nur geprobt? Wir proben. Also es wird geprobt. Wir sorgen dafür, dass sich alle wohlfühlen. Die letzten Kostüme werden noch mal korrigiert, die letzten Lichteinstellungen werden korrigiert. Und wir probieren noch verschiedene Texte und Momente mit dem Publikum aus. Wir drücken alle die Daumen, dass es gut klappen wird. Danke für den Besuch. Ich kann auch sagen, dass wir von der Landesschau auch hinter die Kulissen geguckt haben und nächste Woche eine Serie haben hier, immer wieder einen Film, wie es hinter den Kulissen aussieht von der Eiskönigin. Danke für euren Besuch. Alles Gute Dankeschön. Für die Premiere.